Hey ho, was haben wir denn heute? Dienstag? Ja, Dienstag, der 23. Also ich schaue jetzt, dass ich das Loch hier größer bringe. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie genau, aber naja, ich lege mal los. Oh, ja, 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 ja. Ich glaube, so lässt sich's arbeiten mit dem Ding. Da geht was vorwärts. Hilfe habe ich heute auch noch. Naja, der wird sich wieder nicht zeigen, der Feigling. Egal, er hilft mir. Und Attacke. Tja, ich hole euch halt dann wieder dazu, wenn wieder ein ganzes Stück vorwärts gegangen ist. Wie wir jetzt den Scheißdreck untenrum wegkriegen, habt ihr gesehen. Haben wir heute extra gekauft, das Scheißding. Was man hat, das hat man. Haben ist besser als brauchen. Also, ich hab's jetzt. Ob ich es nochmal brauche, keine Ahnung, aber man kann nie wissen, was man noch so alles macht in seinem Leben. Leute, wir sehen uns nachher. Ich muss jetzt noch ein bisschen hämmern. So Leute, der erste Eisenträger wäre auch draußen. Dann kam die Frage auf vom Thomas, warum die Eisenträger, ganz einfach, die sind hier, erstmal über den Schotter drüber steigen. Hier sieht man es ganz gut, hier sind ja diese einzelnen halb gebogenen Hohlziegel, die in der Mitte noch ein bisschen Zement drin haben, dass sie zusammenhalten oder Beton oder was auch immer das damals war. Und dann liegen die hier und hier im Träger auf. Ja, und ja, wie alt die sind, keine Ahnung. Also, ich glaube auch nicht, dass man in dem Träger noch irgendeinen Stempel entdeckt oder sonst was. Ist mir auch völlig Wurst. Weg muss das Zeug und sonst nichts. Bloß das Problem ist, den ganzen Scheißrick von da drin da rein zu bringen. Mittags, 12 Uhr in Deutschland, wir fressen Staub. Ja, wie gesagt, die Außenmauer soll ja stehen bleiben, zumindest bis in Zaunhöhe oder so. Und deswegen erst einmal sauber einschneiden. So, und jetzt räumen die Kämme weg, bevor sie ganz einstaubt. Boah, ja, das erste Fenster etwa draußen, yippie. Hoffentlich holt er die Dinger auf. Tja Leute, ich bin total außer Atem. Wir haben es jetzt 20 nach 1, also 13:20 Uhr. Und wir haben heftig jetzt gehämmert, geklopft, geschlagen. Ich zeig's euch ganz einfach. Tja, wie ihr seht, seht ihr keine Decke mehr. Die ist komplett draußen, liegt komplett schön verteilt hier unten drin. Noch zwei Stahlträger zum Rauszerren. Ja, und ich werde jetzt erst einmal das zweite Fenster noch rausmachen.
Dann vorne an der Kante auch nochmal einflexen. Dann wird der Kollege die Mauer fertig einschlagen. Und ich werde die dann eben auf entsprechend Gartenzaunhöhe abtragen. Ja, und hinten natürlich auch an der Ecke sauber runter. Und dann werden wir das schon so hinkriegen, wie wir das am Schluss wollen. Tja, lieber Philipp, der hat nämlich gesagt, er kommt zum Helfen. Das wird dein Spielraum werden. Du hast dich angeboten zum Verputzen. Geilomat. Hey, also wenn du mir das wirklich verputzt, ich bin echt heilfroh. Tja, Leute, es hat sich tatsächlich der Philipp wieder bei mir gemeldet. Und er hat sich freiwillig angeboten. Und ich freue mich wirklich schon, wenn er kommt und hier mithilft. Wenn er Glück hat, ist der ganze Schlotterbart schon weg. Dann braucht er bloß noch verputzen, aber selbst da bin ich heilfroh. Gut, ich mache jetzt weiter mit dem Kollegen vom David. Jo, 3 ist durch. Das zweite Fenster ist auch heile ausgebaut. Steht irgendwo da hinten. Und ja, ich werde jetzt gleich einmal die Rückwand so weit runterarbeiten bis auf Gartenzaunhöhe. Und ja, Kollege macht halt hier rum weiter. Hilft ja nichts. Ja, und wie gesagt, den restlichen Scheiß hier müssen wir halt nachher dann alles noch in den Container reinwuchten. Das ist der größte Scheiß, der glaube ich überhaupt. Tja, Freunde, 18 Uhr. Der Kollege hat mich leider für heute verlassen. Wenn ich Glück habe, kommt er morgen wieder vorbei und hilft noch weiterhin mit. Und schauen wir mal darüber. Die hintere Mauer ist jetzt auf Endhöhe, die bleibt so. Gut, da drüben sind mal ein paar Steine gleich rausgebrochen. Die muss ich wieder festmachen, festmörteln. Und dann wird die Mauer eben dann ja auch nochmal sauber gemacht und gescheit verputzt. Die Wand bleibt ja so stehen, die wird dann auch noch komplett verputzt neu. Und jetzt muss ich eben, hier habe ich schon eine weiße Linie gemacht, da komplett entlang runterflexen und dann auch eben von oben eben Stück für Stück, dass man aus der Wand nicht noch mehr rausbricht. Ja, und dann wird das Ding auch noch Stück für Stück abgetragen. Am Schluss dann noch der Sockel komplett mit dem Ding niedermachen. Ja, da hinten dann noch das Eck niedermachen. Aber zuerst müssen wir jetzt einmal schauen, dass man ja die Steine wirklich hier wegbringt in Container rein. Und das ist mal eine richtige Scheißarbeit, Leute, sage ich euch. Naja, hilft nichts. Ich schaue jetzt heute, dass ich die Wand noch ein bisschen weiter mache. Ja, und vielleicht noch ein bisschen was von den Schutt wegräumen. Naja. Halb voll dürfen wir den Container machen, hat es geheißen. Naja, wo ist halb voll? Ungefähr die Höhe. Also geht auf alle Fälle noch ein bisschen was rein. Ich gehe mal davon aus, dass wir alles rein kriegen und weg ist es. Okay, Leute, ich mache dann mal weiter hier. So, damit ihr ungefähr mal Relation habt zum Zeitverbrauch. Das Stück hier einflexen, runterarbeiten, hier noch ein bisschen einklopfen. Das war jetzt eine Dreiviertelstunde. Weil vorher habe ich ja gesagt 6, jetzt haben wir es 7:15. Ja, also es dauert alles seine Zeit. Leider hilft ja nichts, aber langsam aber sicher wird es fertig. Wollten nicht noch ein paar Steinewerfer vorbeikommen, verdammt nochmal. Ah, mein Gott, alles muss man selber machen. Naja, vielleicht habe ich ja morgen Glück und kommen ein paar Steinewerfer. Nee, halbe, dreiviertel Stunde, Leute, und dann mache ich immer eine Pause. Also maximal eine dreiviertel Stunde, also hilft nichts. Hilft echt nichts bei der Hitze. Ich tät lieber durchschaffen. Aber erstens Maus kaputt. Und immer noch viel zu hot. Ja. Aber ich habe ja meinen Sicherheitshelm auf. Da kann mir ja nichts passieren.
Es war heute noch unter den Kommentaren die Frage eben, ob das hier ein Bauernhof war. Ja, es war ein Bauernhof, aber nicht zu meiner Zeit. Es ist das Elternhaus von meinem Schatz. Ihre Eltern haben hier noch die Landwirtschaft betrieben. Ich glaube bis Ende der 80er, Anfang der 90er oder so in der Richtung. Ich kann es nicht einmal genau sagen. Ja, und dann hat sie damals eben das Haus übernommen. Und seitdem ist es keine Landwirtschaft mehr. Ja, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wir haben es jetzt 7:30. Ich werde jetzt bloß noch das Werkzeug wegräumen und dann Feierabend machen heute. Ich will bloß noch unter die Dusche. Ja, ich weiß nicht, ob man sieht. Auf alle Fälle, ich bin komplett rot eingestaubt. Ich habe heute einfach keinen Bock mehr. Aber zum Abschluss fahren wir mit der Cam nochmal über, ja, den Sauerhaufen da drüben. Ja, ein bisschen klein gemetzgert habe ich das noch mit dem Abbruchhammer. Und hier bin ich auch noch ein Stück weiter runtergekommen. Weiter komme ich jetzt nicht, weil da hinten liegen schon die Ziegel. Also wie gesagt, es muss jetzt erst einmal weggeräumt werden, der ganze Mist. Und dann kann es weitergehen. Viel zum Abreißen haben wir ja nicht mehr. Das Stückchen Mauer da unten rum noch und dann halt den Boden. Ja, und dann kann es auch schon mit der Verputzerei losgehen. Hurra, Philipp, freust du dich schon? Ja, und wenn ich jetzt noch dazu komme, bearbeite ich heute vielleicht noch das nächste Video, also das nächste andere Video. Was war denn das? Ich glaube, ein Reingeschmeckt-Video kommt noch. Ja, wenn ich noch dazu komme, wenn ich dann noch Lust habe, ich kann es noch nicht sagen. Okay, Leute, aber spätestens bis morgen.